Wieso sind hier komische Blätter in meinem Tee-Eimer? Ich finde schon die Worte nicht mehr. So betrunken bin ich vom Kaffee. So. Ich versteck meine Biere schon selber, damit ich nicht so viel. Oh Gott. Das finde ich aber clever, muss ich wirklich sagen. Also wenn man seine eigenen Biere versteckt, damit man nicht so viel trinkt, das finde ich eine richtig geile Weil Sache. Weil man Bock auf Suchen hat und sich dann belohnt. Geht dir das auch immer so, wenn du die Hose ausziehst? Dass ich die Hose suche? Oh. Okay, da kann ich nichts dazu sagen. Das finde ich schon stark, muss ich ganz ehrlich sagen. So, liebster Daniel, lass uns beginnen. Haben wir alles. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir irgendwas vergessen haben. Ja, stimmt. Habe ich auch ständig. Lass uns noch ein bisschen warten und überlegen. Da sind wir wieder. Eine Woche ist rum. Ja, schon wieder. Und wir sind nicht weg. Oh Gott. Ich setz mich lieber hin. Meine Güte. Was sagt eigentlich in dem Sinne Spotify? Ich war gerade im Überlegen, ob noch was dazufüge. Nee, Punkt. Ja. Allgemein, also du bist ja der Verwalter, Verschalter. Was Spotify sagt? Ja, Spotify haben wir extrem treue Zuhörer. Ja. Ich will jetzt nicht Fans sagen, ich glaube, das ist übertrieben, aber Zuhörer auf jeden Fall. Ja. Und wir haben wirklich so 530 Leute, die uns folgen auch. Hatten wir die jetzt vorher schon oder ist das so stets ständig? Stets ständig, wächst es immer so ein bisschen. Toll, ich finde das schön. Also finde ich auch. Ich wundere mich natürlich immer noch darüber, ja, wie jemand sowas machen kann. Was aufnehmen? Sowas, nee, was wir machen? Nee, zuhören, sowas, wie wir machen. Also wirklich, das ist... Aber gut. Wir sind ja bei der ganzen Sache nicht professionell. Nee, und wir sind ja auch nicht der Mittelpunkt. Wir sitzen hier draußen in der Kälte, ja, bei Wind und Wetter, wo sich eigentlich jeder Zweite darüber aufregen kann, dass die Qualität total für den Arsch ist. Und ist sie ja auch. Natürlich. Ne? Aber wir sind ja auch nicht der Mittelpunkt. Der Mittelpunkt ist Olli, der mal wieder auf sich warten lässt. Stimmt. Finde ich schade. Ich habe übrigens auch den Unterschied festgestellt zwischen Folge 5 bis 20. Ja. Bis jetzt 150 bis 100, ja, 75, 76, was wir jetzt haben. Ja. Olli brüllt ziemlich wenig. Jetzt. Jetzt, so, ne? Stimmt. Es war früher echt, ja, öfter. Ja, ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Hm. Oh. Ja, ich glaube, er hat uns damals so belächelt, so, ha, das wird nie was, Jungs. Das wird nie was. Okay. Und ich immer hau immer rein. Und jetzt hört er zu. Oder hat er nach Aufmerksamkeit geringt? Vielleicht hat er auch gerungen, aber jedenfalls hat er das... oder hat er auch nach Aufmerksamkeit gerungen? Das kann sein. Ja? Ja, Olli ist ja so einer. Und er ist in diesen Breitengraden ja auch so einer der wenigen, die wirklich auch so einen Elch auch darstellen können. Also, das ist ja ein echter Elch. Mhm. Weißt du? Dann sind wir ja froh, dass er kein Zwölch ist. Scheiße, ey. Gut. Jetzt erzähl mal bitte, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ist ja gut, ich habe doch nur gefragt. Ja, die Umstellung, dass man abends jetzt noch anfängt zu arbeiten, also nochmal losfährt, ist natürlich beängstigend. Ja, das stimmt. Aber es ist ja nur dieser eine Tag, wo ich darauf aufpassen muss, halt kein Alkohol zu trinken. Was? Ich weiß, was du meinst und ich glaube dir nicht, aber das ist egal. Ich begrüße unseren treuen Zuhörer zu Kokahezin, oder wie auch ausgesprochen wird, weiß ich nicht. Heckin. Hector mit der langen Lanze. Das weißt du doch gar nicht. Na stimmt, das recht. Siehst du. Wie geht's dir denn? Ja, ich hab so ein bisschen, ich hab so ein bisschen Halsschmerzen und Husten, nein, Kratzen im Hals. Nein, das habe ich nicht. Mein Problem ist immer, wenn ich zu viel Kaffee trinke, bin ich so aufgedreht. Und so geht's mir heute. Du hast mir hier einen scheiß Kaffee nach dem nächsten angedroht. Ich habe ihn etwas stärker gemacht. Ja, genau. Genau, das, weil der sollte ja eigentlich auch für mich sein. Ist das denn deswegen so, weil du, damit du durchhältst, bis du anfängst zu arbeiten? Also nee, vom Wachheitsgrad her. Das ist tatsächlich nicht so. Also ich glaube nicht, dass der Kaffee ist bei mir eine Art Gewohnheit geworden. Ja. Ritual. Also jetzt tatsächlich mal. Kaffee, glaube ich, hält nicht warm, weil ich kann, nicht warm. Kaffee hält nicht warm, nicht wach. Ich kann tatsächlich Kaffee trinken und gehe sofort ins Bett. Warum lachst du schon? Ich wiederhole mich jetzt nochmal.
Kommt selten vor. Ich wiederhole mich ungern. Nee, erzähl. Nee, ich kann tatsächlich Kaffee trinken und gehe danach ins Bett und schlaf. Ja, das geht mir übrigens auch so. Hat bei mir wirklich keinen Wachhalteffekt. Ja. Und komme jetzt nicht mit Energy Drinks oder Nein. Die mag ich nicht. Die magst du auch nicht, ne? Nein. Diese Brausepulver-Geschichte da. Das ich habe mir das, also dieses Red Bull und so weiter und so fort, erinnert mich immer an einen gewissen Saft, der nach Gummibären geschmeckt hat. Und ich habe mich damit mal irgendwann, ich weiß nicht wann, ist schon lange, lange her. Es war ein. Ist gut. Okay, mein Thema stelle ich wieder beiseite. Nein, hab's irgendwann mal getrunken und ich hab mich so übertrunken, ne? Ja, ja. Weißt du, was ich nicht verstehen kann? Leute, die. Chinesisch. Ja. Wieso? Das Problem ist, man versucht ja Sätze anzufangen, damit es interessant wird. Und bevor ist bei mir nicht möglich. Nein, wie Leute Red Bull mit Wodka trinken können, das ist mir ein totales Rätsel. Also ich finde das widerlich, ja, ja, hoch 12. Ja. Also Cola ist schon okay. Ja, ja, ja. Aber ich trinke es ja nur gar nicht. Cola. War gut, ne? Ja. Na, ist egal. Ich habe eine Rubrik für dich. Nein, hast du eine Fehlerwoche. Komm, entschuldige, hast du eine Fehlerwoche. Ich wollte gerade sagen, entschuldige. Ist eilig? Nee, habe ich nicht. Mir ist nur kalt, warm und ich brauche einen Kaffee. Nö. Na, tolle Wurst. Hab ich nicht. Nee, ich bin gerade am Überlegen. Fehl der Woche. Bis auf das Wetter natürlich, was du knicken kannst, aber. Nee, ich bin gerade auch am Überlegen, ob ich irgendwie so ein Ding für die Rubrik wieder habe. Aufregen im Sinne eines LKW-Fahrers, aber es ist ja momentan zumindest alles das Gleiche. Ja. Also es ist immer dasselbe und deswegen nicht erwähnenswert. Okay, alles klar. Ich auch nicht. Ich habe auch also tatsächlich habe ich ja endlich mal auch keinen Fehler. Ich könnte einige rausholen, also Fehlerwoche, nee, nichts anderes. Aber das führt zu weit, dann sind wir. Dann sind einige wäre auch falsch. Ja, ja. Was? Doch, das weißt du doch nicht. So. Ich habe aber eine Rubrik für dich. Ja. Sinnlose Geld rausscheißen. Oh, geile Sache. Geile Sache. Finde ich auch, finde ich auch. Ich finde es auch gut, wofür das Geld so alles ausgegeben wird. Die Stadt Stuttgart hat sich überlegt, in einer ganz besonderen Straße, ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißt, die Scheißstraße, das ist mir auch total egal. Ach, Dorotheenstraße. Am Rand ganz besondere Sitzbänke zu installieren, die hübsch aussehen und zum Verweilen einladen, dass man sich da hinsetzen kann, die Stadt genießen kann und so weiter. So, und was hat die gemacht? Die hat da, kennst du diese, also wenn du an den Strand gehst, ja. Und ruhige See ist. Man nennt sie ja auch Tittenglatt manchmal. Denn so was? Tittenglatte See. Kennst du das, den Begriff? Tittenglatt? Kennst du nicht. Also, pass auf. Also, wenn. egal. Also, wenn keine Wellen sind. So. Hast du auf Titten schon mal Wellen gesehen? Deswegen nennt man das. Oh, Alter. Da kommt nachher gleich ein Flachwitz. Okay, da freue ich mich jetzt schon drauf. Sucht man sich doch manchmal so einen flachen Stein und dann flippert man. Weißt du, dieses. Nicht. Ja. Auf dem Wassermann. Nee, jetzt hast du Kopfkino angeschaltet. Das geht nicht. Darf ich? Ja. Kannst du? Ditchen. Ja, genau. Flippern, ditchen, was auch immer. Ja. Und solche Steine hat die Stadt Stuttgart sich überlegt, stellen wir in Großformat am Rand dieser Straße hin, damit die Leute sich da hinsetzen kann. Und zusätzlich noch für Leute, die sich anlehnen wollen, so eine Gitterbänke, so aus Metall. So. Ja. Klingt sehr unbequem und ist es am Ende auch. Und auch relativ gefährlich. Ich zeig dir mal ein Bild für die Spotify-Hörer, ist natürlich doof. Das sind diese Steine, die sind riesengroß und da hinten siehst du so einen ganz kleinen, so ein Gitter. Ja. So eine Gitterbank. Ja. Sollte stilvoll sein, Fakt ist, dass die Leute das nicht angenommen haben, weil erstens es direkt an einer vielbefahrenen Straße ist. Zweitens, die Familie mit den kleinen Kindern da nicht mehr lang gehen konnten, weil dieser Breitstreifen war zu und die Kinder natürlich um die Steine herum getobt sind und immer relativ dicht bei den Autos. Das heißt, da geht dann auch keiner mehr lang. Mhm. Da setzt sich keiner hin. Ausgegeben wurden dafür 50.000 Euro und niemand hat sich jemals auf diese Dinger aufgesetzt. Da sind wir wieder bei diesem Punkt, wo ich glaube, ich seitdem du es machst, nicht dir, sondern halt vorliest, ja, wo ich mich immer frage, wer genehmigt das, dass mit Geld so umhergeschmissen wird? Ja.
Und 50.000 Euro sind in diesem Sinne ja noch wenig. Aber ja, aber wer rechtfertigt 50, was du mit 50.000 Euro in dem Fall, gib mal einer Familie 50.000 Euro. Ja, oder installier in der Schule einfach 3-4 Projektoren. Genau, und die haben so eine Idee, das geht nach hinten los und dann ist das so Schall und Rauch, es interessiert keinen mehr. Scheiß auf die 50.000 Euro, es tut ja nicht weh. Und die werden auch nicht abgebaut, das kostet ja wieder Geld. Das bleibt sogar dann stehen. Das kostet ja Geld, das Abbauen, also bleiben die stehen, das ist gut. Ach, das kostet dann wieder Geld? Ja, ja, das Abbauen kostet zusätzlich nochmal, das macht dann natürlich keiner, weißt du? Darüber wird dann nachgedacht, ich verstehe es auch nicht. Egal. Alter Schwede. Sollten wir, also ich bin ja sowieso am Überlegen, dass ich tatsächlich ja auch Alternativen und noch mehr Kategorien für uns Instagram, TikTok, tralala, hast du nicht gesehen, Rubriken mit einbaue. Und ich habe irgendwie fast so den Wunsch, diese Rubrik Geldrausschmeißerei mal mit reinzubringen. Ja, das können wir vielleicht machen, das stimmt. Ich glaube, das könnte wirklich für aller Welt mal interessant sein. Ja, definitiv. Dass man das so wie wir das mit dem... Und wir unterstützen den Bund der Steuerzahler, die ja dieses Buch rausgebracht hat. Ehrlich gesagt, wir wollen ja nicht politisch werden. Nein, es geht. Aber ich finde, das ist keine Politik. Das ist einfach nur sinnlose Scheiße, die da. Genau. Abläuft. Und genauso wie wir eigentlich auch vorhaben, hier Kiesewetter ein bisschen, ne, noch. Aber dann. Ja, ich warte ja immer noch auf den einen. Na, jetzt da habe ich ja gesagt. Ne? Dann geht's richtig los, Martin. Ja. Dann. Ja. Ich hör's noch in meinen Ohren. Du hast immer keine Zeit. Für dich habe ich immer Zeit, mein Schatz. Warte. So, ich erkläre jetzt mal. Nein, was, tust okay. du nicht. Hey, Blanki. So. Hast du Was auch eine Rubrik für mich? Ich bin mal ganz kurz in mich. Ja. Reicht. In mir. In mich stimmt's ja wieder nicht. Ist egal. Ich höre darüber hinweg inzwischen. Mm. Ja. Mm. Fällt es dir vielleicht jetzt ein, nachdem du einen Schluck Bier getrunken hast? Ja. Ja. Flachwitze. Damn. Da da da. Der Mann hat's drauf. Junge, die Wetter da. Yes, sir. Ich fange. Das wird easy. Ja, ja. Ich fange jetzt an, ne? Ich höre dir zu. Okay. Alter, nimm die Gurke aus deinem Hintern. Es sieht nicht so aus, wonach es... Nee, es ist nicht so... Es ist nicht das, wonach es aussieht. Scheiße. Ich fange nochmal an. Ja. Mir ist noch Alter, nimm die Gurke aus deinem Hintern. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Nee, was ist es dann? Eine Zucchini. Es war klar, dass das kommt. Ist das geil. Ach, ist das schön. Weiter geht's. Herr Pfarrer, ich habe den Wunsch, ewig zu leben. Was soll ich tun? Heiraten. Und dann werde ich ewig leben? Nein, aber der Wunsch verschwindet. Der ist richtig gut. Alter, was holst du nur für Dinger jetzt hier raus? Was denn? Geil. Hater-Prozess. Nur böse Sachen. Ja, ja, darüber okay. regt sich komischerweise keiner auf. Nee, ne? Nicht mal die Frauenweiber. Nee. Die Frauenweiber-Blondinen. Hm? Olli! Hey! Hast du Wie gehört? Nennt man Kevin beim Joggen? Nein, bitte nicht. Dumm gelaufen. Alter Schäf. Puh, Junge, die Wetter. Warum, hatten wir schon lange nicht mehr. Warum sollte man nicht lachen, wenn ein Pole gegen einen Baum fährt? Ja, ich könnte es mir denken, aber ich keine Ahnung. Ich könnte es mir denken, aber keine Ahnung. Es könnte dein Auto sein. Ja, genau, sowas in der Art. Ich wollte den Witz nicht klauen. Ah. Naja. Überrasch mich doch mal. Ja? Ja, okay, warte. Wenn du mir die Pointe stiehlst, kriegst du an die Fresse. Eine Freundin zur anderen. Wie alt ist eigentlich dein Freund? 55. Haha, könnte dein Vater sein. Ja, ist aber deiner. Oh, Alter!
Alter, geil. Ist gut, ne? Der ist gut. Den kann man auch als Sketch machen, ne? Na, ist egal, mach mal ruhig weiter. Ja, dann bräuchst du eine Frau dazu. Oh, das kann ich. Na, ist egal. Ziehst du einen Rock an, oder was? Oh. Soll ich warten, bis der Zug? Nee, das nicht, ne? Genau. Die Bahn gehört dazu. Genau. Das ist ein Vibrator. Achso. Was? Hä? FSK 18. Was? Vergiss das Häkchen nicht. So, ich mach jetzt weiter. Ohne so einen richtig ordentlichen Schwanz kann ich nachts nicht schlafen. Was? Ich hasse es, auf meinen Haaren zu liegen. Oh, alter Schwede. Was? Wobei ich fragen muss. Ja. Ich weiß nicht. Pam, Blanky, Jenny. Medizin. Ist nicht mit Schwanz das Schlafen schwieriger? Warum beantworten? Also wir Männer schlafen besser mit Schwanz als ohne. Was? Was soll diese Aussage jetzt? Was ist denn das für ein Quatsch? Nein, weil ich finde das ja so, ohne einen richtig ordentlichen Schwanz kann ich nachts nicht schlafen. Ich finde, dass der Gummi hinten in den Haaren doch eher stört, oder nicht? Ach so, in den Haaren. Ich dachte, der Gummi wäre woanders. Jetzt reicht's langsam. Oh, was? Ich weiß... Ich hab doch gar nichts... Nein, nein, hast du auch nicht. Ich weiß, dass einige, um das jetzt mal wieder aus dem Lächerlichen rauszuziehen, einige Frauen wirklich sagen, dass es drückt. Auf das Hirn, was nicht da ist, oder was? Auf die Kopfhaut, weil das zusammenzieht. Wie hoch liegst du denn? Ich meine den Gummi jetzt. Ach mit meinem so. Zusammenbinden. Wenn ich meine offenen Haare zusammenbinde. Guck, da steht, kommt drauf an, wo der Schwanz ist. Alter Schwede. Ich meine, ganz ehrlich, du hast dir dieses Ei selbst in die Suppe also reingeschmissen. Also ich meine, ja, aber ich meine jetzt nicht die Rapunzel, nee, wie heißt sie? Pippi Langstrumpf. Das meine ich jetzt nicht, weil die sind seitlich. Ja, mit zwei Schwänzen kannst du nicht so gut spielen. Was ist, das ist, geht mir... Ey, was... Ich trinke nie wieder Kaffee vorm Podcast. Das war's. Besser ist immer, wenn dazwischen... Jetzt hört's auf. Jetzt ist Schluss. Ich sag ja, du solltest... Ich habe einen ganz normalen Witz erzählt. Einen ganz normalen. Ich habe jetzt eine Frage an dich, das ist der nächste Witz. Mhm. Was ist klein, grün und dreieckig? Ein kleines, grünes Dreieck. Ach du blöder Penner, jetzt hast du mir ja doch die Pointe gestohlen. So, ja. Ich gehe jetzt. Ich habe gesagt, jetzt ist Schluss. Ja, ich rede weiter von den Schwänzen. Gut. Also. Was? Ja, was denn? Einen habe ich noch. Hm? Was? War das wirklich die Pointe? Jetzt heißt es auch schon Pointe. Pointe heißt das. Ach so, das war für dich eine Frage. Du wolltest die Frage nur wiederholen, oder was? Nee, es war tatsächlich die Antwort. Nein. Naja, was ist klein, grün und dreieckig? Ein kleines grünes Dreieck. Alter, hör. Ich wollte dich damit verarschen. Auf. Ja, hat nicht geklappt. Entschuldige. Du bist so intelligent. Nee, ich bin nicht. So, ich bin so gemein. Ja, stimmt. Ach, ist egal. Ja. Einen habe ich aber noch. Richtig. Wusste ich nicht. Gestern im Schlafzimmer, er zu ihr: Du bist ja nackt. Das ist das Kleid der Liebe. Aha, hätte es ja auch mal bügeln können. Oh. Ei, 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 ei. Alter Scheiße. So. La, 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 la. So, wir haben jetzt noch, liebster Daniel, vielen Dank dafür. Die waren alle sehr gut. Außer sie deswegen waren vor allen Dingen nicht für unsere Hater. Richtig. Es war also kein Zündstoff. Ja. Schade eigentlich, weil. Aber vielleicht bringen ja macht dir das intern so ein bisschen Spaß, die alle zu provozieren. Ne? Ja, ja, unbedingt. Ich finde es toll, dass die Mehrheit auf unserer Seite ist. Mhm. Dass sie halt den Wortwitz dahinter erkennen und nicht den persönlichen Angriff. Aber das erzählen wir ja jedes Mal. Ich sag mal, wenn die Hater überwiegen würden, würde ich mich auf die Seite der Hater schlagen. Weil ich bin so ein kleiner Wendehals. Und das. Du bist ein Aal, nee, ein Fisch, genau. Der mit dem Strom schwimmt. Richtig, genau. So. Mhm. Aber Gott sei Dank ist es nicht so, weil es ist immer ein bisschen anstrengend, dieses Umdrehen und das würde ich gar nicht machen. Das Wenden. Ja, das Winden. Ja. Okay. Bist du fertig? Ich habe etwas vorbereitet. Boah.
Wir haben ja noch eine halbe Stunde Zeit und diesmal habe ich mal wieder einen Zettel dabei. Genau genommen. Wo nichts draufsteht. Genau. Genau genommen sind es drei Zettel. Drei DIN A4 Zettel, um das noch genauer zu beschreiben. Alter Schwede. Und zwar auch noch drei DIN A4 Zettel, wo das draufsteht. Und Schriftgröße 4. Schriftgröße 4, ausgedruckt. Ich kann es nicht lesen und rate, was da steht. Nein, aber du hast doch die Brille auf. Musst sie abnehmen, dann kannst du das Kleine lesen. Alter, das hat er sich. Das ist stark. Alter, Hut ab. Ja, dein Lieblingsessen ist Rehrücken. Olli, leise, du musst zuhören. Pass auf, also der Hintergrund ist folgender. Völlig überhört gerade. Ist egal. Hab ich auch mit Absicht. Ich muss ja nicht auf alles reagieren. So, fang jetzt an. Kennst du die Sendung Wer wird Millionär? Oh mein Gott. Nee, keine Gott. Angst, keine Angst. Es ist nein, kenne ich nicht. Doch, die kennst du. Die ist ja, ich weiß nicht, ist, wie lange gibt es die schon? 20 Jahre gefühlt? Ja, Günther Jauch hat die, glaube ich, ins Leben gerufen. Ja, und er moderiert die auch immer noch. Ja. Tatsächlich, und macht das auch ziemlich gut. Wir gucken die manchmal einfach nur nicht wegen dieser blöden Fragen. Ja, das Übliche ist ja, du sondern wegen den dummen Schauspielern. Ja, nee, wegen Günther Jauch, weil der so die Leute manchmal verarscht, die er auch nicht mag und so, die verarscht den, also so, dass die das auch nicht merken. Ich bin gespannt, was du jetzt gerade vorhast. Genau. Und es ist so tatsächlich, dass man ja immer davor sitzt und sagt, ja, weiß ich, B, alles klar. Ja. Aber die Leute, die da drin sitzen im Publikum, die sind natürlich übelst aufgeregt. Mhm. So, und die wissen das dann möglicherweise nicht. Und es geht ja los mit der 50-Euro-Frage, geht ja hoch, ich glaube 10 Fragen oder was, bis 1 Million. Ja. Und man wundert sich manchmal, also die ersten 3, 4 Fragen sind ja immer so eine Billo-Fragen, damit sie ein bisschen warm werden. Obwohl da auch schon einige abkacken. Also tatsächlich. Was verständlich ist. Wäre ich auch schon ein paar Mal da rausgeflogen bei der 100-Euro-Frage oder sowas. Und es gab ein einziges Mal bis jetzt in der Geschichte, wenn ich das richtig zusammenkriege, von Wer wird Millionär, dass jemand bei der ersten Frage, es war eine Frau, eine Studentin, glaube ich 2016, alle drei Joker verballert hat. Bei der ersten Frage. Und ist rausgeflogen. Ja. So. Und bei der 50-Euro-Frage, überleg mal, also es ist wirklich peinlich. Lass mich raten, die hat so ein Mitleidsgeld gekriegt, keine Ahnung. Ich weiß es nicht genau, aber es war wahrscheinlich, also die ist halt in die Geschichte eingegangen. Ja. Aber da kam mir die Idee, als ich das mal gelesen habe und das geguckt habe, dass ich dich mal konfrontiere mit 50-Euro-Fragen, Originalen aus Wer wird Millionär? Und du brauchst keine Angst haben. Die ersten 10, die ich stelle, die sind wirklich billo. Also die sind wirklich einfach. Okay. Und die nächsten 10, die sind so, dass ich selber sagen würde, ich würde die falsch beantworten. Also hast du 20 Fragen? Ja, ja. Wenn wir die nicht schaffen, dann nicht. Aber wir haben ja nur eine halbe Stunde Zeit. Ja, ja, wir haben ja Zeit. Ich gehe mal davon aus, dass wir die ersten durchrasseln ohne Ende. Und wenn nicht... Ah, seid ihr dann nicht so sicher? Ja, macht ja auch keine Gedanken. Ja, schon Kaffee getrunken. Richtig. Ich helfe dir auch ein bisschen. Fakt ist, wie gesagt... Das treibt mein Hirn an, ne? Ich brauche das. Das ist wie bei dem einen Film, der immer nur Wein getrunken hat, damit er auf dem Level bleibt. Ja, für was anderes nochmal. Ich weiß nicht. Jackie Chan. Stimmt. The Drunken Master. Yeah. Ich nehme erstmal einen Schluck Bier. Komm, wir stoßen mal an. Dann lockert das ein bisschen deine Zunge. Genau, mach mich doch einfach besoffen. Haha. Mach mich richtig schön. Ja. Okay. Also, ich lese das vor. Ist natürlich schwierig. Besser wäre es, wenn du es siehst. Aber egal. Ja. Ich kann auch zweimal vorlesen. Die erste Frage der Billo: 50 weiß ich nicht. Euro. Wie nennt man umgangssprachlich eine äußerst mitteilungsbedürftige Person? A. Plaudertasche, B. Schwatztüdel, C. Tratschbeutel oder D. Labortornister? A. Ah, oh, das war stark. Ich habe keinen, doch, ich muss ich habe einen. Nee, ich habe keinen, das ist meine Arbeitshose. Also nicht, das ist nicht meine, nee, ich habe ja zwei davon. Nee, ich habe keinen, aber den kriege ich nicht raus, der steckt fest am Körper. Diese meine Arbeitshose, also ich habe zwei davon, aber diese meine Arbeitshose ist ausgedient von der Arbeit, weil ich habe überall Löcher in den Aber das ist nicht die Arbeitshose von der Firma V... die du nicht tragen darfst? Nein, nein, das ist von einer Firma, die hier die Werbung zeige ich nicht. Nee. Wir kriegen kein Geld dafür. Teufel ohne Bart. Genau. Ne, aber nicht, dass Leute denken, ich habe hier immer das Gleiche an, jede Woche. Es sind ja bloß 5 Tage dazwischen, wo man die Wäsche waschen kann. aber ich habe die erste Frage richtig, ne? Super geil. Ja. Die zweite Frage. Welcher dieser Begriffe bezeichnet ein Fenster? A. Olli, hör zu. A. Bullauge,
B, Hühnerauge, C, Pfauenauge oder D, Tigerauge? Das erste. Und ich finde es so geil, deine Reaktion, weil genauso sitzen Kandidaten auch da und immer so und lachen. So. Ja, ja. Außer die, die absolut, also manchmal steht man ja auf dem Schlauch und die kriegen richtig Panik. Natürlich. Also vor allem, du bist dir ja teilweise auch nicht sicher. Nee. Weil du interpretierst, und das geht mir manchmal auch so, plötzlich hört sich etwas sehr ähnlich an und du sagst, das könnte es doch eigentlich auch sein. Genau. Also, und jetzt hast du die Entscheidung, entweder richtig oder falsch. Und überleg mal, wie peinlich, also ich meine, ich würde immer überlegen, Alter, wenn du das jetzt falsch machst, scheiße, Alter, ist das peinlich, das kannst du doch nicht machen. Ah ja. Frage 3. Woran schwingt sich Tarzan durch den Wald? A. Diane, B. Liane, C. Ariane oder D. Christiane? Ja, natürlich ist das D. Was? Nein, die Liane. Ah, sehr schön, hast du gut gemacht. Bin stolz auf dich. Ja, danke schön. So, das wird, das zum Beispiel ist eine Geschichte, die, da war ich schon ein bisschen unsicher. Also, wodurch bestechen schlanke Frauen der Redensart nach? A. Bestechen? Ja, also bestechen im Sinne von, wodurch stechen sie heraus? Erzähl mal vor, genau. A. Adlerauge, B. Hühnerbrust, C. Pferdekuss oder D. Wespentaille? Was? Da geht's schon los. Genau, da habe ich auch geschlingert mit mir selbst. Warte mal. Aber du musst dir das vorstellen, wie das aussieht. Ich weiß das gerade nicht mit bestechen. Also wie? Lies mal bitte nochmal vor. Einfach nochmal komplett. Wodurch bestechen schlanke Frauen der Redensart nach? Also wodurch treten sie... Also bestechen? Warum guckt man ihnen hinterher, den schlanken Frauen? Warum sind sie so hübsch? Ach, bestechen. Okay, ja. Provozieren. Adlerauge, ja. Hühnerbrust, Pferdekuss, Pferdefuß oder Westentaille? Adlerauge. Ja, du musst immer überlegen, ein anderer... jetzt versucht er mich zu berichtigen, weil es falsch war. Genau. Geil. Du musst immer überlegen, ich spiele jetzt Günther Jauch. Ich finde dich sympathisch und ich lasse dich in der Runde drin. Geil. Du musst immer überlegen, bestechen heißt ja, ein Mann guckt sie an... Ja, aber Hühnerbrust mag ja nicht jeder. Aber ein Mann guckt sie an und sagt, oh, was für eine Frau. Ja, erzähl nochmal noch alle vier, bitte. Alle vier. Adlerauge, Hühnerbrust, Pferdefuß oder Wespentaille? Ja, Adlerauge. Nimmst du, lockst du ein, ist falsch. Ja? Ja, Wespentaille, weil die Wespe hat so eine Taille wie die Frau. Diese wohlgeformte. Ja. Aber ich gebe zu, da habe ich ist auch. Ist Geschmackssache, ne? Hühnerbrüste sind ja auch nicht verkehrt. Nö, wenn man sie salzt und pfeffert. Oder was? Manche stehen auf kleine, manche auf riesen. Aber warum sollte ein Adler ausstecken? Weil ich sehe ja nicht, wie. Ja, warum eine Wespentaille? Das sagt man so. Ja. Aber wie gesagt, ich wusste es auch nicht. Ist ja wurscht. Das ist nicht schlimm. Wer schnarcht, der A. bohrt, B. sägt, C. hobelt oder D. hämmert. Sägt. Ah, wunderbar. Ah, perfekt, ich wusste es. Ich wusste, dass er das weiß. Frage 6. Was begräbt man laut einer Redensart, wenn man mit jemandem Frieden schließt? A. Käsemesser, B. Damoklesschwert, C. Silberpfeil oder D. Kriegsbeil. Was Kriegsbeil? Das geht mir jetzt zu schnell. Was? Halbe Stunde nur Zeit. Also kommen noch 10 schwerer, hast du gesagt. Ja, ja. Also alles länger. Originale 50 Euro Fragen. Frage 7. Wer schaut sich uneingeladen und aus Entfernung ein Ereignis ein? A. Der Zaungast, B. Der Stammgast, C. Der Ehrengast oder D. Der Überraschungsgast? Boah. Da ist die Frage wichtig. Wer schaut sich uneingeladen und aus der Entfernung heraus ein Ereignis ein? An. Okay. Zaungast. Nochmal bitte. Wer schaut sich Zaungast, Stammgast, Ehrengast oder Überraschungsgast? Ach, scheiße, Spanner geht nicht, ne? Spanner geht nicht. Ist das der Zaungast dann von der Entfernung? Warte mal. Überraschungsgast, nein. Macht keinen Sinn. Den sehen ja alle anderen auch. Genau. Ja. Was war noch? Ehrengast. Auch nicht. Überraschungsgast. Stammgast. Stammgast ist jemand, der immer da ist. Immer da ist, in der Kneipe oder was weiß ich. Genau. Oder Zaungast. Ja, der Zaungast steht ja aus weiter Entfernung. Es kommt darauf an, wo der Zaun ist. Ich lock Zaungast ein. Das ist richtig. Okay. Gut ab, du, meine Herren. Frage 8. Womit wird eine raue Stimme gern verglichen? A. Hufeisen, B. Reibeisen, C. Waffeleisen oder D. Bügeleisen? Eine raue Stimme. Womit wird die gern verglichen? Echt? Hufeisen, Reibeisen, Waffeleisen oder Bügeleisen?
Eine raue Stimme? Das habe ich noch nie gehört. Alle vier nicht. Okay, dann versuch das mal herzuleiten. Ja, ja, ich versuch das. Hufeisen, Reibeisen, Waffeleisen oder Bügeleisen? Kann ja eigentlich dann nur das Reibeisen sein, weil das halt so ominöse Geräusche macht. Alles andere ist ja eher seicht. Ist mir Banane. Wir wollen vorankommen, ich sage Reibeisen. Mhm. Also, ist falsch. Hufeisen macht natürlich gar keinen Sinn. So, ja. Raue Stimme. Ja, aber Bügeleisen auch nicht. Auch nicht. Das Einzige, was mir noch in den Sinn kommen würde, wäre das Waffeleisen, weil das Waffeneisen ja da drin so eine Höckel hat. Dass es so, ja, so rau ist. Ja, klappst du zu und es ist Schluss. Genau, also das Reibeisen ist richtig. Ist richtig. Ich weiß bloß nicht hundertprozentig, was überhaupt ein Reibeisen ist. Das ist mein Problem. Ein das Reibeisen? Das gibt's ja gar nicht mehr. Ich denke an sowas Ähnliches zumindest, wie früher ein Reibeisen, ist das nicht, kann man da nicht Käse mit klein machen? Ja. Ja, genau, das stimmt. Da hast du recht. Das wird es sein. Ja, und dann ist es natürlich raue Stimme, die kratzt. Ja, ja. Mhm. Okay, das wird sein. Kann man vielleicht Käse auch im Waffeleisen. Naja. Heiko, mein Lieber. Hallo. Guten Tag. Das ist übrigens mein Kollege mit TikTok, Tralala, Instagram und zusammen zocken. Ah, sehr schön. Also nicht Armin. Schön, dass du da bist. Mal von der Arbeit. Von der Arbeit, vielen von Dank. Von der Arbeit. So, ich stelle jetzt auch mein Bier weg. Nein, Quatsch. Alles gut. Na, guck mal hier, Pam redet mit. Wunderschön. Ja. Finde ich gut. Also hierher gucken. Ja. Ne? Nicht dahin gucken. Hierher gucken. Ja. So, weiter geht's. Frage 9. Wird ein Roman in Teilen abgedruckt? Dann steht am Ende eines Teils meist A. Bleiben Sie dran. B. Die Spannung steigt. C. Fortsetzung folgt. Oder D. Ende offen. Ich habe von Büchern null Ahnung. Ich lese keine Bücher. Ja, dann geh von Filmen aus. Das ist so. Ja, ähnlich. Und Fortsetzung folgt definitiv nicht, weil es von Fernsehen ist. Okay. Es hört sich an. Lies mal bitte nochmal die vier. Bleiben Sie dran. Warte. Nein. Die Spannung steigt. Klingt ziemlich bescheuert, wie ich finde. Fortsetzung folgt. Definitiv nicht. Ende offen. Das hört sich eher nach Buch an. Ich gucke jetzt nicht auf den Monitor. Da geht's gerade durch. Aber Ende offen könnte auch wieder so ein Filmende, so Ende offen. Also ich könnte ja mal, weil du mir sympathisch bist, könnte ich dir ja sagen. Spiel mal Günther Jauch. Könnte ich ja sagen, die Verfilmungen eines Buches sind meistens sehr nah dran am Buch. Fortsetzung folgt. Dankeschön. Ja, war sehr gut. Ja, das wäre das Letzte verstanden. Gewesen. Das war das Letzte gewesen, woran ich gedacht habe. Ohne Scheiß. Ist einfach. Tatsächlich ist es so, ja. Das ist sehr schön, Heiko. Vielen Dank fürs Reinschauen. Und die letzte der 10 Fragen, der Billo-Fragen. Der Billo-Fragen. Der Billo-Fragen, wobei du bis jetzt nur eine falsch gemacht hast, insofern richtig geil. Bitte fortsetzen. Setz mich bitte nicht unter Druck. Nee, mache ich nicht. Nein. Setz den Satz bitte fort. Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus. Ich hätte noch gehabt, paaren sich, fallen um oder haben frei. Ja, ist das geil. So, und jetzt kommt Schwierige, wo ich komplett versage. Oder gibst du mir da die Möglichkeit? Also ich gebe dir die Möglichkeit, wenn ich sie selbst verstanden habe. Also manchmal ist es wirklich so, dass ich heute gedacht habe, hä? Okay. Hä? Aber wärst du von den 10 Fragen, die jetzt noch kommen, wärst du darauf gekommen irgendwie? Ich glaube, von den 10 Fragen vielleicht auf 3 oder so. Also das ist wirklich... Ja. Ich bin gespannt. Ich vielleicht viel, bin relaxed. Ich weiß nicht, also. Warte mal, ich schlimm mich mal. Ja, das schaffst du, ich weiß. Ja. Wer bin ich? Ja. So, pass auf. Ja. Die erste Frage der 10 schweren Fragen ist, was ist... Im Moment. Was ist als Anrede eines begehrten Models vollkommen angemessen? A. Tachalte, B. Ey-Tante, C. Hi-Mutti oder D. Naomi? Was ist als Anrede eines begehrtesten Models vollkommen angemessen? Tachalte, Ey-Tante, also ich weiß ja, dass Hi-Mutti. Naomi ein Model ist. Aha. Jetzt ist die Fragestellung wichtig.
Lies mal bitte nochmal vor. Was ist als Anrede? Eines der begehrtesten Models, vollkommen angemessen. Naomi. Weißt du, wie sie insgesamt heißt? Naomi? Naomi Campbell. Richtig. Alter Schwede. Ich finde das geil. Tag alte, ey Tante, Heimutti ja, ja. Oder Naomi. Oh, Naomi. Es ist wieder diese Betonung. Ne? Das ist so geil. Naja, du kannst Leute damit echt... Und du hast ja, das Problem ist ja, du hast ja noch eine höhere Schwierigkeit, weil du es nicht siehst auf dem Monitor. Ja. Da sieht man das möglicherweise noch, na gut, egal. Gut ab. Obwohl das auch, also es kann ja auch irre machen, wenn du es siehst. Das kann auch irre machen, ja. Zweite Frage. Welche Bedeutung hat die Redewendung up to date? A. Pünktlich. B. Spätestens. C. Vorläufig. Oder D. Zeitgemäß. Oh, Alter, ich bin up to date. Ich bin zeitmäßig. Warte, aber es ist noch nicht eingeloggt. Nö. Ich bin up to date. Ich trinke das auch. Ich bin. Also. Ich bin auf dem Wissensstand. Also, ich bin up to date. Ich bin jetzt. Das. Lies mal bitte nochmal vor. Also nur die Ergebnisse. Also nur pünktlich, die, spätestens, vorläufig oder zeitgemäß? Ich bin zeitgemäß. Hut ab. Das war richtig. Alter Schwede. Es waren schon 2 von 3. Alter, wenn du mehr als 3 hast, dann drehe ich hier durch. Nein. Egal. Nein. Na, das wirst du schon schaffen, das weiß ich ganz genau. Frage Nummer 3. Wer war Kurfürst von Sachsen und König von Polen? Und das überlege mal, das war eine 50-Euro-Frage. Eine ja. Einstiegsfrage bei Wer wird Millionär, das wüsste ich überhaupt nie. Ich auch nicht, nee, das weiß ich auch nicht. So, also wer war Kurfürst von Sachsen und König von Polen? A. November der Große. B. Februar der Fromme. C. Juni der Schöne. Oder D. August der Starke. Und jetzt ist es gemein, dass ich es vorlese, weil ich es falsch betont habe. August der Starke. Genau, es heißt nämlich August und nicht August. Das ist richtig. Echt? Alter Schwede. Wieso weißt denn du das? Was? Du hast dich gerade verraten. Falsch betont. Wie willst du denn November oder irgendwas anderes falsch betonen? No. August? Hallo Armin. Ach, Scheiße, Alter. Was, mein zweiter Zockerkollege. Streber mag keiner, genau. Also hör jetzt an. Was mit dem Scheiß? Ich wollte die 3 schaffen. Oh Gottes Willen, du kriegst die ja alle durch, die 50. Nein. Also, Frage Nummer 4. Wie heißt eine Art des Lauches? Oh, Lurch. Richtig. Okay, alles klar. Nein, was? Wie heißt eine Art des Lauches? Ja. A. Brigitte. B. Charlotte. C. Chantal. Oder D. Deschenifer. Brigitte, Charlotte, Chantal oder Deschenifer. Eine Art des Lauches. Was ist denn Deschenifer? Ich konnte es kaum aussprechen, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Deschenifer sagt mir gar nichts. Deswegen, wenn das jetzt richtig ist, dann falle ja, ich in... Also ich weiß, und Lauch, warte mal, jetzt könnte ich wieder böse werden. Ja, sei mal böse. Lauch ist ja dünn. Und hattest du nicht irgendwie Chantal gesagt? Wenn ich das jetzt nicht ernst nehmen würde, ne, von wegen Lauch, dann würde ich auf Chantal tippen. So. Lies mal nochmal vor. Es fängt schon wieder an zu schütten. Wie heißt eine Art des Lauches? Ja. Regen von oben, Regen von unten, Regen von links oder Regen von rechts? Ja. Ich rück weiter rein. Scheiße. Alter, das regnet. Das ist live. Das ist live. Es regnet. Wir müssen reinziehen. Aber so geht's schon. Nicht. Also, wie heißt eine Art des Lauches? Brigitte, Charlotte, Chantal oder Deschenifer? Scheiße, jetzt hast du raufgeguckt. Du hast es gesehen. Hm? Du hast es gesehen. Ich guck da nicht hin jetzt. Oh, scheiße, Alter. Also ich tue mich da auch schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Problem bei Brigitte zum Beispiel ist, dass es mit Doppel-D geschrieben wird. Was ich überhaupt nicht verstehen kann. Brigitte. Noch kann ich es lesen, weil noch ist es nicht komplett durch, das Zettelchen. Kann das sein, dass das schräg genau hier reinballert?
zum Glück, ich hör gleich auf. Also ich kann das Letzte nicht deuten. Ja. So. Was waren noch? Brigitte hast du gesagt. Charlotte, Chantal oder die Jennifer. Das Letzte, also entweder das Letzte, Chantal sowieso nicht. Das ist eine ernsthafte Frage, keine Verarschung. Und an Brigitte glaube ich nicht. Willst du ein 50-50-Joker? Komm, dann rat einfach. Ach scheiße. Entweder das Fremdwort oder was war das? Charlotte? Charlotte. Mit TT. Wie war denn das Fremdwort nochmal? Der Schinniffer. Die Schinniffer. Sagt mir nichts. Nee, mir auch nicht. Mach Charlotte. Ich mach Charlotte. Und Charlotte ist wirklich richtig. Tatsächlich. Die Charlotte. Da darf ich jetzt? Übrigens, Pam, du hast es falsch geschrieben. Das wird mit SCH geschrieben. August. Oder was? Ach, so, nee, scheiße. Streber mag keiner. Stimmt. Egal. Charlotte ist richtig. Eine Charlotte ist Lauch. Du kennst doch Lauch. Lauchzwiebeln oder diesen langen Lauch. Ja. Und so. Und eine Charlotte ist eine Art vom Lauch. Tatsächlich. Ja, also. Ich hätte jetzt auch das Letzte nehmen können, weil ich das nicht kenne. Nee, ich auch nicht. Deswegen, also das. Aber was man nicht kennt, also ich glaube, wir haben mittlerweile. Was der Bauer nicht kennt, den, das ist er auch nicht. Ja, ne? Genau. Okay, du hast gezockt, du hast. Ja, das war wirklich Zocken. Gewonnen. Wunderbar. Welcher Fisch, und in diesem Fall wirklich Fisch in Anführungsstrichen, wurde erst 1985 in London entdeckt? Welcher Fisch wurde erst 1985 in London entdeckt? A. Die Müllerforelle. B. Die Schulze-Scholle. C. Der Bäckerhecht. Oder D. Der Meierbarsch. Also, Müllerforelle, Schulze-Scholle, Bäckerhecht, Meierbarsch. Mich interessiert jetzt gerade die Frage, weil du da so eine Anführungszeichen reingesetzt hast. Also der Fisch steht in Anführungszeichen? Warum? Weil es kein Fisch ist? Da gehe ich von aus. Ja, und entdeckt auch in Anführungszeichen. Ah, okay. Dann lies also mal bitte nochmal die vier. Müllerforelle, Schulze-Scholle, Bäckerhecht oder Meierbarsch. Die Zuhörer mögen es mir verzeihen, aber ich glaube, das wirst du noch ein paar Mal vorlesen müssen. Also ich lese nochmal von vorne. Nein, nein, aber die Frage brauchst du nicht. Okay. Nein, nur mal die Antworten. Die Müllerforelle. Ja. Schulze-Scholle, der Bäckerhecht oder der Meierbarsch? Also die ersten Namen sind ja alles typische deutsche Namen. Müller, Scholze, ja. Bäcker, Meier. Und die Frage war ja, nochmal bitte? Welcher Fisch wurde erst 1985 in London entdeckt? Ich habe Angst. Ich sehe, wie es in dir rumort. Und ich glaube, du bist auf dem richtigen Weg. Nee, Scheiße. 1985. Lies mal nochmal alle vier vor. Müllerforelle, Schulze-Scholle, Bäckerhecht oder Meierbarsch? Nee. Ich. Und ehrlich gesagt, als ich darauf geguckt habe, wenn man es weiß, ist ja klar. Ich mach mal einen Falsch dahinter, ne? Also. 1985 wurde es erst. Kannst natürlich zocken, also eins erlaube ich ja, dir muss zu sagen. Ich. So. Muss ich. Genau. Lies mal bitte. Müllerforelle, Schulze-Scholle, Bäckerhecht, Meierbarsch. Meierbarsch. Okay, Meierbarsch, mach ich einen Punkt hinter. Du. Kennst du Wimbledon? Na ja, vom Begriff her. Wimbledon, da ist immer einmal im Jahr dieses Tennisturnier. Wimbledon genau. Liegt in der Nähe von London oder wahrscheinlich sogar ja. In London. Und 1985 hat Boris Becker da tatsächlich gewonnen als kleiner 16-Jähriger. Ja, ja, das weiß ich. Und hat den Bäckerhecht, und daher kommt dieser Begriff, der hat den letzten oder vorletzten Ball bekommen, indem er dahin gesprungen ist. Ja, ich kann mich dran erinnern, sogar. Und der nennt sich Bäckerhecht seitdem. Und das ist der aber Fisch, der 1985. Ja, deswegen der Fisch in Anführungsstrichen. Ja, ja. Aber überleg mal, du sitzt Bäckerhecht. Da. Du sitzt da und da kriegst du diese Frage als 50-Euro-Frage, als Einstiegsfrage. Ja. Und denkst du, gehst du ein. Fick dich, Alter. Da gehst du ein. Ja. Aber klar, Bäckerhecht
wenn du jetzt gesagt hättest, Tennis. Ja. Ja, ja, klar. Aber das ist ja mit Absicht zugestellt. Also, ja, ja, genau. Okay. Vollkommen okay, hätte ich auch nicht gemacht. Wer kann fliegen? Stopp. Nochmal von vorne. Sechste Frage. Wer kann nicht fliegen? Ja. Ist strikter Antialkoholiker und stürzt trotzdem hin und wieder ab. Oh Gott. A. Der Toaster. B. Der Staubsauger. C. Der Kühlschrank. Oder D. Der Computer. Wer kann nicht fliegen? Ist strikter Antialkoholiker und stürzt trotzdem hin und wieder ab. Toaster, Staubsauger, Kühlschrank, Computer. Computer. Alles andere kann ich abstürzen. Okay. Alles andere kann kaputt gehen. Runterfallen würde man nicht abstürzen sagen. Abstürzen für Computer. Ja, stell noch mal ganz kurz die Frage. Wer kann nicht fliegen? Ist strikter Antialkoholiker? Ja, und Computer. Stürzt Einloggen? Ja. Das ist richtig. Was mich da durcheinander gebracht hat bei dieser Frage, ist diese Geschichte mit dem Antialkoholiker. Ich habe das nicht verstanden. Den habe ich rausgelassen. Ja. So, und mit Abstürzen. Das hat ein Toaster und alles andere. Staubsauger kann ich abstürzen. Nee. Kann runterfallen. Ja, genau. Aber sagt abstürzen man nicht. Kann nur ein Rechner. Ja. Stark. Antialkoholiker sind alle? Ja, stimmt. Oder auch nicht. Völlig absurd. Ja, ja, völlig egal. Ja. Alter Schwede. Wir kommen jetzt zur siebten Frage. Ja. Und genau bei dieser siebten Frage ist die Teilnehmerin 2015, vorhin habe ich 2016 gesagt, bei Wer wird Millionär tatsächlich an der ersten 50-Euro-Frage gescheitert und ist rausgeflogen. Sehr spannend. Die siebte Frage lautet, seit jeher haben die meisten A. Dobermänner, C. Cocker Spaniel, C. Habe ich zweimal C gesagt? Okay. A. Dobermänner, B. Cocker Spaniels, C. Schäferhunde oder D. Riesenschnauzer. Das sind zwei Wörter immer. Dobermänner, Cocker Spaniels, Schäferhunde. Nochmal bitte, nicht Cocker Spanier, ne? Cocker Spaniels. Cocker Spanier sind ja, glaube ich, Hunde. Ich glaube, es sind alles Hunde, oder? Ach so, Dobermänner, Cocker Spaniels, Schäferhunde. Wie war die Frage? Seit jeher haben die meisten, und deswegen sind es jetzt zwei Wörter, Dobermänner, Cocker Spaniels, Schäferhunde oder Riesenschnauzer. Schäferhunde. Schäfer haben doch Hunde. Dober können ja auch Männer haben, oder Riesen können ja auch Schnauze haben. Nee, Schäfer haben Hunde. Einloggen. Punkt. Na gut. Du hast es so gewollt. Ja. Das ist richtig. Sie hat damals gesagt D. Riesenschnauzer. Und ist damit rausgefallen. Weil sie gedacht hat, die Riesen in den Märchen haben Schnauzer. Immer. Ja, ja. Alle. Weil sie dachte, dass es zusammenhängt. Genau. Krass. Ich habe Angst, du kriegst nie wieder Kaffee. Achte Frage. Ein Zeuge macht sich unglaubwürdig, wenn er sich in Widersprüche A. verhäkelt, B. verklöppelt, C. verknüpft oder D. verstrickt. Oh, da sind zwei Sachen sehr nah beieinander. Sehr nah beieinander. Und zwar das erste und das vierte. Ja, das stimmt. Was war das erste? Verhäkelt? Verhäkelt, verklöppelt, verknüpft oder verstrickt. Verknüpfen geht nicht. Und verhäkeln auch nicht. Ein Zeuge macht sich unglaubwürdig, wenn er sich in Widersprüche verhäkelt, verklöppelt, verknüpft oder verstrickt. Ich tendiere ja schon fast auf verstrickt. Das erste nochmal? Verhäkelt? Nee, er verstrickt sich in was. Lies mal bitte komplett noch einmal vor. Ja, das ist nämlich das, weißt du? Das ist so geil. Du hörst das und denkst so, das Alter, ist das zum Ende. Ja, ja, das ist so selbstverständlich. Und du hörst das dann und du fängst an zu überlegen. Und das ist falsch. Ein Zeuge macht sich unglaubwürdig, wenn er sich in Widersprüche verhäkelt. Verstrickt. Alter Schwede, das ging schnell. Ja. Sich in Widersprüche verstricken. Ja, ja. Natürlich ist es die, auf jeden Fall. Aber vielleicht liegt es wirklich daran, weil man es nicht liest.
Ja, das kann sein. Das ist deswegen jetzt wirklich ist das Problem, ist, dass ich es immer nur höre. Ganz besonders schwer. Ja. Das nächste hätte ich niemals gewusst, weil ich gar nicht wüsste, was es ist. Die neunte Frage. Womit lässt sich Schmutz entfernen? A. Mit einem Astbesen. B. Mit einem Stammschrubber. C. Mit einer Wurzelbürste. Oder D. Mit einem Kronenfeger. Ja. Also, womit lässt sich Schmutz entfernen? Astbesen, Stammschrubber, Wurzelbürste, Kronenfeger. Das in der heutigen Zeit können alle Geräte so einen Namen haben. Ja, und niemand weiß es. Ja. Ich putze mir mal die Nase. Also das ist ja nicht eine Frage, die jeder sofort beantwortet, glaube ich. Also so einen Namen kann ja wirklich jedes Putzgerät haben. Ja. Ja, gerade auf diesen Werbeprogrammen dann, ne? Genau. So, jetzt will ich auch gar nicht mal das Logische herausleiten, weil ich glaube, das ist eigentlich völlig Banane. Das könnte Stelle, alles ein Entfernungsding ja. sein. Es ist tatsächlich, an der Stelle muss man wissen, was es, also man muss diesen Begriff Das Gerät kennen. Sehen vielleicht auch. Ja, man muss das Gerät sehen, dann kommt es vielleicht hin, ja, stimmt. Ja. Dann also, lies mir bitte noch einmal langsam vor. Womit lässt sich Schmutz entfernen? Mit einem Astbesen? Mit einem Stammschrubber? Mit einer Wurzelbürste oder mit einem Kronenfeger? Die Wurzelbürste würde ich nehmen für Fugen und so weiter und so fort. Mhm. Und diesen, was war das davor? Der Stammschrubber. Genau, den würde ich zum Schrubben nehmen. Das hört sich das eigentlich... Das ist eklig, was du gerade sagst. Wenn du deinen Stamm schrubbst, liebster Daniel, das gehört hier nicht den her. Den brauche ich Wir nicht Wir sind schrubben? Ein todernster Podcast. Den lasse ich schrubben. Ja, und der dich schrubbt, ist der Stammschrubber. Es ist immer egal. Ein R. Lock ich ein. Nein, lest mal bitte nochmal die Ergebnisse vor. Astbesen. Warte. Also Astbesen klingt ja auch egal. Ich versuche das gerade auf mich wirken zu lassen. Astbesen. Fällt weg. Okay. Stammschrubber. Kommt dem nah. Mit BB übrigens, ne? Wurzelbürste. Das hört sich versaut an. Eine Wurzelbürste. Das hört sich sehr tiefgründig an. Ganz ehrlich? Eine Wurzel. Das hört sich alles versaut an. Selbst Kronenfeger hört sich versaut an. Okay, pass auf. Kronenfeger. Würdest du bitte meine Krone fegen? Du kannst ja auch sagen, würdest du bitte meinen Wald wienern? Egal, weiter geht's. Also, der letzte war Kronenfeger. Der letzte war Kronenfeger. Den locke ich aus. Und der erste war? Astbesen. Locke ich auch aus. Auch aus. Also die letzten beiden, also die mittleren. Ja, das war jetzt welche beide? Stammschrubber und Wurzelbürste. Die zwei hat sie also hört sich, Alter Schwede, die hört sich so versaut an. Das ist bestimmt eins von den anderen beiden. Pass auf, ich habe wieder dieses Ding, Ding, Ding. Scheiße. Du bist mir unsympathisch, ich helfe dir nicht mehr. Nein. Ich nehme Stammschrubber. Ist falsch, ich weiß. Das ist. Ich lock, wahrscheinlich. Ich pass auf, mein zweiter Turn wäre dieser Kronendingsterbumster. Kronenfeger. Ja. Ist falsch, tatsächlich. Ja. Es ist die Wurzelbürste. Und ich hätte es nicht gewusst. Oh! Ja, die hat nebenbei gegoogelt. Ja, ich glaube auch. Und zwar kennst du diese. Früher hat man tatsächlich. Macht man heute manchmal noch zum Nikolaus die Schuhe putzen. Und da hast du diese flachen Bürsten, die du über die Schuhe putzt. Das ist so eine flachen Bürsten mit so einem Holzding und unten. Ja, so und das aber du hast ja auch einen Schwamm. Ja, natürlich. Hast du ja auch einen Schwamm, wo du kannst putzen. Dreck entfernen. Alles richtig, genau. Du kannst mit allem Dreck entfernen. Aber das, die anderen Sachen gibt es nicht. Und die Wurzelbürste ist das, genau. Soll ich dir was sagen? Ich wusste es auch nicht, dass das Wurzelbürste. Das beruhigt mich jetzt überhaupt. Das kann ich mir vorstellen. Nicht. Falsch. Falsch, Alter. Reicht. Tschüss. Und weg war er. War doch noch eine Frage. Und schön. Die zehnte Frage sollte leicht sein. Zum geflügelten Wort wurde die Frage, jetzt kommt die Frage, ja? Warum ist die A. Blondine dumm, B. Forelle stumm, C. Banane krumm oder D. Show schon rum? Ja. Banane krumm. Das ist einfach, ne? Ja, ist richtig. Super genial. Ich zähle durch.
Angst, Gott sei Dank habe ich nicht gewettet, ey. 11, Blanki. 11 hattest du richtig von 20? Nee, 11 von 10. 11 von 10. 11 von 10 hast du richtig. Also, die Pillow-Fragen hast du 9 von 10 richtig beantwortet. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Diese eine Frage war sehr schwach von dir. Es regnet überhaupt nicht mehr. Wir können wieder rausrücken. Oh ja, dann mache ich mit. So ein bisschen zumindest, ne? Und bei den sehr komplizierten, also gemeinen Fragen hast du 8 von 10 richtig. Alter. Und da bin ich sehr, sehr beeindruckt, muss ich sagen. Doch, Hut ab. Das wäre eine 1 minus in der Schule. Hut ab. Das Minus interessiert keine Sau. Richtig. Stark. Das heißt insgesamt? Von 20 Punkten hast du 17 erreicht. 17. Das ist immer noch eine 1? Ja, das ist, glaube ich, immer noch eine 1. Also ich würde dir eine geben, weil du bist mir sympathisch. Ja, ach, jetzt wieder. Okay. Ja, stark. Vielen Dank. Ach, Pam hatte nur 2 falsch. Oh ja, von 3. Aber gucke mal, sie hatte Hausfrauenbonus, ich nicht. Und dadurch, dass ich nur eine weniger falsch habe, nee, eine mehr falsch habe. Ja, das ist stark. Ich muss leider kurz unterbrechen, weil ich muss ganz dringend mal gucken, was da hinten los ist bei Olli. Ja? Bin gleich wieder da. Oh Gott. Ich könnte dir den Bonifaz noch vorlesen, wenn du willst. Das wäre schon toll. Ja? Ja, okay. Aber du musst... Hast du gesagt, jetzt mal eine kurze Pause machen? Ja, ja. Bist du der Flüssigkeit überschüssig? Überschüssig, Mann. Dass du jetzt erstmal, wie sagt man, Ader lassen musst? Ja. Also, der Marten, der geht jetzt gerade mal Ader lassen. Was? Aber ich fand, dieses Spielchen fand ich cool. Du solltest es vielleicht öfter machen. Nein, nein, mit dir. Ich rede nicht mit Pam. Und vielleicht das nächste Mal nur 100 Euro fragen. Ne? Dass man sich steigert und dann nachher kommen nur noch die Millionen fragen. Weil, also, ich rede jetzt natürlich, keiner hört natürlich Martin, weil der Ader lassen tut, aber ich habe große Lust, dieses Glücksrad irgendwie zu spielen. Hier, ich kaufe ein E und so weiter. Weißt du, was ich meine? Ich weiß genau, was du meinst. Das Spiel hat mir auch mal Spaß gemacht. Ja. Oder hier der Typ sagten auch. Das ist geil. Das Spiel, ja. Familienduell, genau. Das fand ich auch toll. Aber was ich vorhin gesagt habe, als ich um die Ecke war, ich habe ursprünglich vorgehabt, dir das Geld auszuzahlen, auch heute schon mit den 50 Euro. Aber wenn du weitermachen willst bis zur Millionenfrage, vergiss es, Alter. Wenn du weiter so machst, kriegst du null. Zu viel habe ich nicht. Ah, okay. Nee, ich würde das Geld jetzt auch, ich würde ganz gerne wollen, dass du das Geld behältst, damit ich das als Einsatz für die nächste Runde nutzen kann. Ach, du verwettest es sozusagen. Ja, genau. Ah, das ist eine gute Idee. Habe ich ja eh nicht. Habe ich jetzt gewonnen? Kannst du mir gut schreiben? Das ist stark. Und das verwette ich dann beim nächsten Mal. Wenn also du die 100 Euro fragst. Das ist stark. Also an der Börse nennt man das imaginäre CDOs. Alter Schwede, jetzt haust du einen raus. Hab ich gerade gelernt mit meiner Tochter. So, jetzt geht's. Schluss. Ja. Aber ich bin wirklich so Familienduell oder irgendwie sowas in der Art. Ich lass mir da nochmal was einfallen. Das dauert noch eine ganze Weile, aber wir haben ja auch noch immer Stadt, Land, Fluss. Oh, da freue ich mich schon wieder drauf beim nächsten Mal. Das ist geil. Bin ich auch immer noch am Überlegen. Ich suche noch Moderatoren übrigens für TikTok. Oh, unbedingt. Wenn wir das dann eventuell, also das soll so, wie sagt man denn, das erste Mal online gehen auf TikTok mit dem live, Hintergrund Stadt, Land, Fluss, live. Genau. Ja. Genau, aber dann brauchen wir Moderatoren, die den Chat. Damit du auch live mitmachen kannst und nicht. Olli ist vorbei. Kannst genau gehen. Also, das wäre so. Ja. Ne, das schaffen wir wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr. Mhm. Wobei ich keine Ahnung, wie dein Zeitplan aussieht. Oh, mal gucken. Mal gucken, genau. Das wäre so ein Ziel. Aber Familienduell, auch sehr geil. Ja, das finde ich auch eine. Fragten auch. Das ist eine gute Idee. Du kannst ja wirklich Fragen nehmen, die da schon gewesen sind. Ja, genau, das habe ich heißt, heute auch. Du hast das Ergebnis ja da. Ja. Ne? Und möchtest du deinen Triumph behalten oder darf ich ihn in die Feuertonne schmeißen? Nee, kannst du. Kann ich. Ja, ja, ja. Du bist dir deines Sieges bewusst. Ja. Alles klar. Wunderbar. Ach so, ja. Es war mir eine Ehre. Tschö, mit Ö. Es blunkt. Ja, es blunkt schon wieder. Zum Kotzen, ey. Bonifatius feierte Geburtstag heute. Und dazu hat Frau Gräfin Ziegler eingeladen, viele Leute, alle Gäste sind versammelt,
Bonifatius kommt zu spät. Endlich kommt er angerammelt, worauf lauter Lärm entsteht. Brüllend kommt er an, außer Atem, mit dem Piephahn in der Hand und ist auch noch sehr besoffen, was man äußerst schocking fand. Moral: Gehst du zu festlichen Gelagen, darfst du den Schwanz nicht sichtbar tragen. Gute Nacht, liebe